dass du Predigt segnest. Guten Tag. Seit 11 Uhr sind wir mittlerweile hier und wir sind hier die Prediger oder die Straßenevangelisten, die wahrscheinlich eh keine Ahnung von dem Leben haben, wie es wirklich scheint. Ihr seid so religiös und ja, ihr seid besser als wir, das glaubt ihr doch nur und so weiter. Diese ganzen Kommentare kennen wir nur zu gut. Die Menschen, ja, reden von uns, dass wir glauben, wir wären besser als sie. Und ich möchte Ihnen aber erzählen, dass ich hier nicht ein Blinder bin, der von der Farbe spricht. Denn genauso wie die Jungs hier auf der Parkbank sitzen, war auch ich eines Tages. Denn von klein auf, und da möchte ich einfach mal von mir erzählen, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir heute hier stehen, ist es so gewesen, dass ich als kleiner Junge von meinen Eltern in eine Kirche geschleppt wurde, in eine Gemeinde. Und in dieser Gemeinde, da war es so, dass man sonntags dort saß, in der Bibel gelesen hat, gesungen hat und Gedichte erzählt, Zeugnisse. Und man hörte dort eine Predigt oder zwei und ging dann wieder seines Weges in die Woche hinein. Und so war es in meinem Leben auch, dass ich mit 8 Jahren als ein Prediger, so wie vielleicht wir auch heute das getan haben, von der Hölle sprach. Da kniete ich mich hin und betete zu Gott so: O Gott, lieber Gott, mach doch, dass ich in den Himmel komme. Was danach passierte, ist Folgendes, nämlich ich fing an, ja, Gott zu missbrauchen für mein Leben. Wenn ich Dinge, die ich in meinem Leben selber nicht geschafft habe, zu schaffen, so habe ich ihn darum gebeten. Ich dachte immer, bete zu Gott, wenn du nicht mehr weiterkommst. Und so habe ich Gott nicht mein Leben gegeben, sondern ich wollte sein Leben für mich gebrauchen. Ich wollte Gott für mich gebrauchen, für mein Leben. Das ist purer Egoismus und Götzendienst, so sagt die Bibel. Und das war auch der Grund dafür, dass ich angefangen habe, alles, was ich in meinem Leben anfasse, zu Gold zu machen. Es hat wunderbar funktioniert. Ich habe in einer Ausbildungsstelle bekommen, nur mit einem Anruf. Ich habe keine Bewerbung geschrieben. Und nach der Ausbildung habe ich in einer Arbeitsstelle angefangen, wo ich das 10-fache meines Ausbildungsgehaltes verdient habe, als Junggeselle. Wunderbar, würden vielleicht Leute sagen. Und dann habe ich meine Frau, die ich auch von klein auf kenne, geheiratet. Ein guter Mann. Der ist nicht mit vielen Frauen ins Bett gegangen, nur mit einer. Und dann habe ich ein Haus gekauft mit ihr. Wir haben geheiratet, ein Haus gekauft. Ich habe 2 Söhne bekommen. 2 Töchter, wir hatten 2 Autos, ein wunderbares Leben, würden vielleicht Leute sagen. Ich habe auch nicht in der Stadt selbst gewohnt, sondern am Stadtrand. So hat man seine Ruhe, ein schönes Leben. Aber in meinem Herzen war es so, dass ich mehr wollte. Es hat mir nicht gereicht, ich wollte mehr. Ich habe versucht, die Erfüllung meines Lebens in mehr Geld, in mehr Anerkennung, in mehr, ja, Freude zu finden. Und wissen Sie, was das mit mir gemacht hat? Ich habe mich taufen lassen als 17-jähriger Junge, weil ich dazugehören wollte. Ich wollte zu diesem System dazugehören. Ich habe nicht Gott geliebt, mein Leben für ihn gegeben, sondern ich wollte ein guter Mensch sein, religiös. Und es hat wunderbar funktioniert, eine Zeit lang, bis ich dann, als Gott mir nicht das gegeben hat, was ich wollte,
mehr haben wollte. Ich wollte mehr haben und das führte dazu, dass ich auf der Arbeit auf Montage gefahren bin und dort bin ich zum ersten Mal in ein Casino gegangen und habe dort das Geld, was ich dort reingeworfen habe, mit 2 Euro habe ich 250 Euro gewonnen und so habe ich einen ganzen Monat lang nur gewonnen. Und wisst ihr, was ich dachte? Ich bin der König der Welt. Irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, warum gehst du noch überhaupt arbeiten? Das führte dann dazu, dass ich irgendwann, als ich dann verloren hatte, diesen Verlust, dieses Gefühl von, ich mach doch alles zu Gold, wieder haben wollte. Und so verzockte ich in 4 Jahren mindestens 70.000 Euro. Es geht aber nicht um die Zahl, es geht darum, dass ich diese Zahl benutze dafür, dass Sie verstehen, wie tief ein Mensch in seinem Götzendienst reinfallen kann und es ihm egal ist, ob seine Kinder in diesem Moment kein Brot auf dem Tisch bekommen. Es ist ihm egal in diesem Moment, dass die Frau nicht glücklich ist, die sich um ihn sorgt. Es ist ihm egal, dass die Menschen ihn nicht besuchen dürfen, weil er allein sein möchte, seine Freunde keine Zeit für ihn haben. Es ist ihm egal, weil er einfach sein Leben leben möchte. Er gibt Vollgas in seinem Leben und das um jeden Preis. Und so ein Mensch war ich. Und in dieser götzendienerischen Art, 70.000 Euro zu verzocken, 4 Jahre lang, seiner Frau nichts zu sagen und alles als pure Heuchelei zu leben und zu lügen und zu lügen und zu lügen, das hat mich dahin geführt, dass ich zu Lösungsmitteln greifen musste. Ich musste zu Lösungsmitteln greifen, um dieses Problem, dass ich bin ein Versager, zu ersticken. Und wissen Sie, was geholfen hat? Alkohol. Alkohol hat geholfen. Ich habe eine Flasche Wodka gekauft, habe mir sie reingegossen und das Problem war weg. Das Gesicht war taub, die Gedanken waren benebelt und ich war frei von den Sorgen. Aber als nach 4 Stunden der Pegel nachlässt und du auf einmal merkst, oh, die Probleme sind ja umso größer wieder da, habe ich den Betrug der Sünde gesehen. Und so kam es dazu, dass ich immer wieder und immer mehr gesoffen habe. Bis es zu einem Tag kam, wo ich sagte, das Einzige, was jetzt noch hilft, ist, sich das Leben zu nehmen. Denn du bist es nicht wert, wenn es einen Himmel gibt, dorthin zu kommen. Du hast es vergeigt. Du hast versagt. Und wissen Sie, diesen Moment hat Gott gebraucht. Er schickte meinen Sohn, der 4 Jahre alt war, neben mich in mein Bett in dieser Nacht. Und er hat mich angestarrt von 1 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens. Und es war so, als ob Gott persönlich mich anschauen würde. Und ich habe mich meiner Schuld bewusst, bin ich meiner Schuld bewusst geworden. Und ich dachte, okay, meine Frau wird mir helfen. Ich werde es ihr sagen und sie wird mir helfen. Und als ich dann meine Frau weckte und es ihr erzählte, da stand sie in der Küchentür und sagte nichts. Sie konnte mir nicht helfen. Meine Frau konnte mir nicht helfen. Keine Therapieplätze, nichts konnte mir helfen. Ich musste verstehen, dass ich kapitulieren muss vor dem, der mich gebaut hat, und das ist Gott selbst. Und als ich auf die Knie ging und zu ihm betete in diesem Moment und sagte, Herr, wenn es dich gibt und wenn du mit diesem Häufchen Elend an Leben etwas anfangen kannst, so will ich es dir geben. Ich bin ein elender Versager, der sein Leben lang nur auf sich selbst geschaut hat. Wissen Sie, was dann passierte? Er befreite mich in diesem Moment. Eine tiefe Liebe und Freude und Frieden erfüllte mein Herz, nachdem viele Menschen heutzutage suchen, auch du vielleicht. In diesem Moment wusste ich, ich bin ein Kind Gottes, ich bin wiedergeboren und ich wusste, dass ich in Ewigkeit leben werde bei ihm. Deshalb bin ich heute hier. Ich darf Ihnen als Zeugnis davon erzählen, dass Gott frei macht. Er macht frei von der Knechtschaft der Sünde. Das möchte ich Ihnen mitgeben.
Er macht frei. Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn jemand sein Leben retten will, so wird er es verlieren. Wenn er aber sein Leben verliert um Jesu Willen, der wird es retten. Das wünsche ich dir von Herzen. Amen.